Halbautomatische Pistole. So, ich rüste mal den Bogen wieder aus. Weil wir nämlich fast keine Munition für die Pistole haben. So, anscheinend geht es hier lang. Ich hänge schon wieder an der Architektur des Levels fest. Hm. In das brennende Gebäude komme ich anscheinend nicht rein. Da unten sind sie alle unterwegs. Gedacht, ob da unten vielleicht irgendwas ist. Wahrscheinlich muss ich eher hier oben lang. Klingt auch so, als ob das der Fall wäre. Oh, jetzt sieht er automatisch wieder die Pistole, okay. Aua, was zur Hölle war das denn? Da ist noch eine! Wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Das sehe ich anders. Ja. Los, zeig deine Fresse. Zack. Mein Gott, wie viel hält denn der aus? Zielen ist meine Stärke, nicht? Ja, ich würde gerne den getöteten Gegner plündern. Achso, das ist nicht der getötete Gegner. Das ist der getötete Gegner. Da gab es Bergungsgut früher, okay. Da auch. Und das nicht zu knapp. Wie viel Munition haben wir jetzt? 40 Schuss. Dann bleiben wir doch erstmal bei der Pistole, würde ich sagen. Nee. Nichts gefunden. Hier ist auch nichts zu finden. Alles ist gut. Ach nee. Ach nee. Munition. 50 Schuss. Das so. Pistole ist ausgerüstet. Hier liegt jede Menge Zeug am Wegesrand. Geräuschloser Kill. Nutzen Sie den Bogen, um Gegner lautlos zu töten. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Halten den ausgerüsteten Bogen R1 gedrückt, um einen Schuss aufzuladen, der erhöhten Schaden anrichtet. Okay. Um was zu töten? Da ist doch gar keiner. Was ist da unten los? Alles in Ordnung?
kommt ja noch einer. Das fand ich gut. So, aber interessant, wie schnell sie von, oh mein Gott, ich habe einen Menschen getötet, zu Massenmörderin gegangen ist hier. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Sieht auf jeden Fall ganz schön cool aus hier. Wenn man hier so den Blick schweifen lässt, dann guckt euch das mal an. Hammer. Wie voll. Ah, tatsächlich, voll. Gut, dann bleibe ich beim Bogen. Mein Überlebensinstinkt sagt mir nichts. Okay. Was würde passieren, wenn ich mich jetzt hier ins Wasser stürze? Gar nichts. Okay. Gut, dann geht es vermutlich hier lang weiter. Neues Lager entdeckt, Bergtempel. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ja, da hat die gute Lara recht. Und wir haben jetzt anscheinend die schnelle Reise freigeschaltet. Um hier zwischen... Ah ja... Bergtempel, Waldruin und geschützter Grat. Ich könnte mich also jederzeit nochmal hier unten umsehen. Das jetzt hier zum... Irgendwo muss ja noch ein Dokument liegen. Ich bin versucht, da gleich nochmal schnell hinzureisen. Pistole. Wenn sie präziser ins Ziel, erhöht den Schaden, Rückstoßkompensierung. Was hat man denn beim Bogen für Upgrades? Mehr Zug und Schaden. Gewichtete Sehne für höhere Schussfrequenz. Mit der Schussfrequenz bin ich eigentlich zufrieden. Ich denke, ich werde den Bogen erstmal aufwerten. Und dann sehe ich mich nochmal ganz schnell hier unten im geschützten Grat um. Tut mir leid. Ich mache nur eine ganz schnelle Runde. Ich weiß nicht, 2-3 Minuten höchstens. Dann springen wir wieder zurück und machen mit der Story weiter. Ich will gucken, ob ich dieses letzte Dokument vielleicht hier unten noch finde. Weil ich denke, das wäre schon ganz interessant. Oder überhaupt irgendwas vielleicht noch schnell finden hier. Hab mich ja beim ersten Mal hier nicht wirklich umgesehen, ne?
schnell hier runter. Hier war die Leiche. Und die Hütte. Dann konnte ich hier rüber. Ich kann aber hier auch noch weiter. Was bringt es mir, hierher zu springen? Halt! Hat sich schon gelohnt, Leute. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Das klingt ja sehr interessant. Karte. So, damit haben wir auf jeden Fall alle Dokumente gefunden. Theoretisch gibt es hier noch zwei Reliquien und eine Schatzkarte auch unter anderem. Und ich habe keine Ahnung, was das mit diesem Geisterjäger auf sich hat. Da ist ein Seil und den Baum gewickelt. Da ist irgendwas Künstliches. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ist das eine Reliquie hier? Kann ich das runterschießen? Ah, Geisterjäger, ich verstehe. So, noch ganz kurz hier hinten gucken. So, da gibt es nämlich auch Erfahrung für. Der Trip hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da ist das Häschen wieder. Okay. Ja, so langsam geht mir dieses Okay selber auf die Nerven. Ist hier noch was? Entweder geht es hier nachher noch weiter. Oder hängt hier vielleicht ein Totem? Nein, tut es nicht. Ja. Hier kann ich auch den Baum balancieren. Bringt mir das was? Ich dachte, da hat das geblitzert. Bringt mir nicht wirklich was. Okay. Gut. Pfeile. So, das war sie dann auch, unsere oberflächliche Untersuchung und Rückkehr hierher. Dann werde ich jetzt gleich das Schnellreisesystem benutzen und wieder dahin zurückkehren, wo wir eben waren. Dann bin ich aber hier komplett falsch. Das ist mehr in dieser Richtung, hier rum. Und dem Pfad folgen. Da ist es. So.
So, schnelle Reise. Und zurück zum Bergtempel. Da gibt es übrigens auch noch zwei Dokumente, die wir suchen können. Verwenden Sie den Überlebensinstinkt, wenn Sie sich nachts am Feinden nähern. Rote Feinde werden andere alarmieren, wenn Sie sie töten. Oh, da hätte ich vielleicht vorhin mal nachgucken können. Aber es ist gut zu wissen fürs nächste Mal. Ist schon ein ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Aus welcher Richtung komme ich denn? Hier, da war ich hergesprungen gekommen, ne? Warum gibt es hier eine Möglichkeit hochzuklettern? Hier ist was. Geocache, Bergtempel-Set.